Optimus, hier Major Reynolds. Autobot-Kennzeichnung Mirage ist online. Verbindung ist sicher. Optimus, fortfahren. Mirage! Unsere Scans der Decepticon-Kommunikation zeigen verdächtige Aktivität. Seit 12 hat das Gebiet überwacht, bis der Kontakt vor 4 Erdenstunden abbrach. Das war seine letzte Übertragung. Optimus, ich habe eine Decepticon-Basis entdeckt. Sieht wie eine riesige Abschussrampe aus. Ich bleibe hier, aber ich patrouille im Windstart und ich werde früher oder später entdeckt. Mit Verstärkung, schnell! Jo, dann geht es weiter. Wir sind jetzt diesmal Mirage. Auch einer der neuen Charaktere. Allerdings, was ziemlich fehlerhaft ist, im Film hieß dieser Mirage Dino. Was keinen Sinn ergibt, weil es gibt in den ganzen Transformers-Serien nur einen Mirage. Aber von einem Dino habe ich noch nie etwas gehört. Also finde ich, ist das Spiel auf jeden Fall 50 mal so gut wie der Film. Muss ich schon sagen. Sowieso, weil das Spiel nichts mit dem Film zu tun hat. Also es hat schon was zu tun, aber es ist die Vorgeschichte. Es stellt nicht den Film selbst dar. Let's drive with ein Ferrari. Das ist doch ein Ferrari, oder? Mirage ist doch ein Ferrari. Eine gute Deckung, wenn du ihn rechtzeitig erreichst. 90 Sekunden haben wir Zeit. Job it. Wo? Man hört das auch voll, wenn ich mit dem drifte, dann quietscht der voll. Da macht er voll die, da kommt voll der Sound mit den Reifen. Wow. Man merkt, dass die wirklich nie wirklich lange benutzt wurde. Vorsicht, bei dieser Straße kann ich gut in den Abgrund fallen, also man muss aufpassen. Wir haben es bald geschafft. Wow, nicht runterfallen. Das wäre ziemlich böse gewesen. Wie jeder kleine scheiß Stein kann dafür sorgen, dass ich runterfalle. Starscream. Wow. Diese Straßen sind furchtbar. Holy shit. Okay, auf geht's in den Kampf. Wir nutzen mal den Raketenwerfer. Das geht bei denen besser. Mirage ist übrigens ein Assassine, ein Scharfschütze. Weil er sich auch tarnen kann. Das kann ich euch gleich zeigen. Sobald wir mal diese Vollidioten im Automodus erledigt haben. Weil ich muss nachher wieder mit dem Auto fahren. Darum bleibe ich jetzt erst beim Automodus. So, fahren wir da hoch. Whoops. Wow. Holy shit. Hoch da. So, und hier kommen wir jetzt wieder auf die Straße. Way. Oh, Starscream. So, dann vernichten wir mal diese Bomben von Starscream. Nehmen wir mal das Maschinengewehr. Das Feuerstoßgewehr. Feuer frei. On your way, bam. Au, diese blöden Minen, au. Nehme ich über den Raketenwerfer, es geht besser. Man kann den auch ausweichen, sieht man. Aber da muss man ziemlich weit weg von denen fahren. Sieht man schon, die zünden sich, wenn ich zu nahe komme. Oh oh. Das soll passieren, was jetzt passiert. Starscream. Shit. Und weg. Way.
Holy shit. Und Starscream will weg. Schwere innere Schäden. Bis die repariert sind, muss ich im Robotermodus bleiben. Das heißt, du kannst deine Tarnwaffen nicht einsetzen. Ich benutze meine Armklingen. So oder so, komm in die Gänge. Wir haben viel Zeit verloren und du musst noch Bumblebee treffen. Ja, man sieht, ich kann jetzt im Prinzip, ich kann nicht mehr schießen. Ich kann zwar noch zoomen, aber ich kann nicht mehr schießen. Ich kann nur noch Nahkampfschläge ausführen. Was man gerade gesehen hat, das war ein Decepticon-Symbol. Man kennt das aus den Transformers-Spielen. Das sind nicht diese Logos wie im Zweier, sondern im allerersten Transformers gab es so Logos, die man sammeln konnte. So, jetzt habe ich meine Tarnung aktiviert. Und dann schleiche ich mich an diesen Gegner vorbei. Oh, what the fuck, wieso hat er mich jetzt gesehen? So, schnell weg hier. Das war jetzt echt seltsam, warum der mich plötzlich gesehen hat. Hier ist zum Beispiel auch so so ein Symbol. Oh oh. Sehen die mich? Ne, sie sehen mich nicht hinter dem Baum. Oh fuck! Wow, fuck. Also, das mag ich an dieser Mission nicht. Man muss zwar hier, man muss wegen der Tarnung alles machen. Mensch Reynolds, ich glaube, ich habe einen Eingang zum Tempel gefunden. Je. Weg hier. Noch einer. Ich kann sehr überzeugend sein. So, wir müssen jetzt die Kommandeure finden, die diesen, den Zugang zu diesem Tempel haben. Und wenn ich zu nah an den Typ komme, dann sieht er mich, glaube ich, auch. Genau, das habe ich gewusst. Geh weg. Schnell weg hier, bevor die mich erschießen. Oh, jetzt schon wieder sein Großteil. Shit, der hat mich auch schon wieder gesehen. What the fuck? Das meine ich, wenn man zu nah kommt, sehen die einen. Das ist total gemein. Tarnung. So, und so, wenn ich getarnt bin und dann zuschlage, mache ich doppelt so viel Schaden. Verpiss dich! So, jetzt schnell zu die Tür. Schnell. So, ich glaube, ich kann da runterspringen, glaube ich. Ja, okay, kann ich. Gut, rein da. Holy shit. Die Wände sind voller uralter Decepticon-Hieroglyphen. Decepticons? Ich dachte, das wäre ein Maya-Tempel. Dann haben deine Maya ihren Tempel auf einem Decepticon-Gebäude errichtet. Wir kannten diesen Planeten schon lange vor den ersten Menschen. Holy, ein ziemlich komisches Viech. Man sieht schon, das kann meine Tarnung aufdecken, wenn ich nicht aufpasse. Seine Sensoren sind stark genug, um meine Verhüllung zu durchdringen, wenn er zu nahe kommt. Vorsicht, Mirage. Oh, jetzt hat er mich aufgedeckt, fuck. Und vor allem sind hier überall Scharfschützen herum. Ich kann das Viech auch töten, das geht. Aber es macht halt auch sehr viel Schaden. Geh down! Du Drecksvieh, so ist es tot. Aber man sollte halt aufpassen, dass nicht so ganz viele andere Viecher in der Nähe sind. Deine menschlichen Freunde haben Schwierigkeiten. Soll ich helfen? Ja, Mirage. So, schnell dahin. Da war schon wieder sein Viech. Aber diesmal komme ich durch. Run Forest. So schnell hier hoch, die Tarnung ist gleich vorbei. Man hört das auch immer, wenn so ein komisches Pfeifen kommt. Ist halt total ätzend, wenn man keine Fernkampfwaffen benutzen kann. Das Gemeine ist noch, wenn der mich... Vorhin hat er mich gerade schon wieder mit diesem Scheiß erwischt. Dann kann ich mich nicht tarnen, für eine Weile. So, jetzt kann ich mich wieder tarnen. Man muss halt sehr viel mit der Tarnung hier machen in der Mission. Danach werden wir ein bisschen offensiver kämpfen.
So, wir müssen uns jetzt unsere Waffen wiederholen. Da ist schon wieder so ein Viech. Wir können auch dagegen kämpfen, das geht auch. Komm her, du! Du Drecksviech. Down! Schnell hier durch. Naja, kann ich nicht durch, schade. Shit! Schadenbooster. Habe ich noch als zweite Fähigkeit, da kann ich noch, da mache ich noch mehr Schaden auf einmal. Und das solange meine Hände glühen. Das wirkt auch auf Waffen. So, das sind noch Decepticons. Ihr Schweine! Gebt mir meine Waffe wieder! So, die holen wir uns jetzt. Vom Hubschrauber. Epigreen. Endlich. Meine Waffen sind verbessert und ich kann wieder meine anderen Formen annehmen. Gern geschehen. Und jetzt beweg dich. Schnell. Jetzt haben wir unser Scharfschützengewehr. Bam! Und wenn man geschossen hat, dann kommt auch Bumblebee dazu. Wisst ihr, warum man da drauf schießen muss? Deswegen. Aber eigentlich müsste das zuerst kommen. Nur nicht so überrascht. Das kommt von der Angeberei. Okay, wir haben erstmal unser Scharfschützengewehr, das wissen wir. Und dann haben wir noch eine Maschinenpistole. Die wir bei den großen Typen gut einsetzen können. Schulen! Man sieht schon, dass der ziemlich weh tut, der Typ. Da, friss! So, das war's. So. Also im Nahen nutzen wir am besten die Maschinenpistole und aus der Entfernung einfach das Scharfschützengewehr. Das Gute ist, wenn man zielt, ist man automatisch in dieser Zielfassung. Das ist viel besser als bei die Rache. Weil das ist ja eigentlich der direkte Nachfolger, finde ich. Das sind noch mehr Decepticons da unten. Die kann ich alle erschießen mit dem Scharfschützengewehr. Das Problem ist, dass die immer herumrollen. Die kann man kaum treffen. Tarnung. Da, friss. Das hier kommt von Starscream, seine Hauptdiener. Weil die haben auch so ein komisches Muster wie er. Und sind auch dieselben Feiglinge. Tot. Das hat sich damit erledigt. So, durch diese Felsen kommen wir leider nicht durch. Bam. Das Gute ist, es gibt hier nicht wirklich so viele Bugs wie in die Rache. Oder, nein, warte, in die Rache, das rede ich für Scheiß. Bei Kampf um Cybertron gab es nämlich öfters so Bugs, dass der Megatron zum Beispiel einfach die Tür nicht geöffnet hat und sowas. Das mit der Bumblebee macht zum Beispiel das, was er tun sollte. Er soll den Stein sprengen, sonst käme ich ja nicht weiter. Hier ruckelt es ziemlich ordentlich für dich. Merkt ihr das? Das ruckelt ziemlich ordentlich an der Stelle. Könnte wahrscheinlich auch daran liegen, dass das nicht an den PC rankommt. Wobei es seltsam ist. Es gibt ja PCs, die ein PC hat normalerweise einen besseren Prozessor als so ein als so eine PS3. Und trotzdem schaffen es die Leute nicht, Transformers 3 auf dem PC rauszubringen. Ist echt seltsam. Bei Untergang von Cybertron und alle anderen sind ja sonst auf dem PC auch rausgekommen. Weil normalerweise, wenn man einen guten PC hat, geht das normalerweise schon. Aber hier sieht man mal das schöne Rot jetzt vom Bumblebee, weil einfach Mirage, was ich hier für Scheiß. Weil da die Sonne aufgeht. So, Achtung, was jetzt passiert, wenn ich das jetzt aktiviere. Oh oh. Da passiert irgendwas. Oh mein Gott. Enforcer. Aus so einem Decepticon-Diener. Holy shit. So, gegen den haben wir jetzt einen Bosskampf sozusagen. Wow. Verdammter Mist. Da, friss mein Maschinengewehr, du Vollidiot. Tado, friss. Der macht ziemlich ordentlich Schaden, wenn er mich trifft. Das ist ziemlich gemein. Da, friss. Ah, ich krieg ziemlich ordentlich was ab. Au. Der bringt mich gleich um, wenn ich nicht aufpasse. Schulem! In your face! Bam! Stirb!
Da, frisst Scharfschützengewehr. Wo ist er hin? Hinter der Säule versteckt er sich. Friss! 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 Komm her, du Scheiß! Da! Da, friss! So, das war's. Was für ein Weichling. Was für ein Weichling. Fail. Oh, da ist Sideswipe drin. Wir haben ihn gefunden. Hast du das mitbekommen, Mensch Reynolds? Ja, klingt, als müssten wir einen Start stoppen. Wir haben Gesellschaft. Oh oh. Übrigens, Sideswipe kann man im Story-Modus wieder nicht spielen. Allerdings gibt es ihn im Multiplayer. Da kann man sich für 2 Euro oder so den dazu kaufen, wenn man das möchte. Zum Beispiel, das habe ich gemacht und der Sideswipe, der spielt sich echt gut. Der ist ein echt cooler Charakter. Mir hat das Spiel halt so gut gefallen, dass ich unbedingt den Sideswipe auch dazu geholt habe. Und dann kann man den zusätzlich bei den Speeren halt auch noch auswählen. Unternimm einfach was. Ganz gut. Ich habe Verstärkung geschickt, als ihr euch unter Beschuss genommen habt. Über den Online-Modus werde ich dann wahrscheinlich später dann auch noch Videos machen. So. So, jetzt müssen wir erstmal eine Weile gegen diese Typen hier kämpfen. Da frisst mal meine Granate, ey, du Penner. Da friss. Stirb. Oh, oh, nein! Oh, ich bin tot. Da, tja, das kann ganz schnell passieren. Das ist ein bisschen blöd, wenn man die Zielerfassung aktiviert. Dann sieht man das ganz schlecht. Verdammter Mist. Nochmal. Den, den, den. Ist ja gar nicht so einfach mit diesen ganzen Typen hier. Vor allem, weil die ganze Zeit immer wieder kommen und man wird die ganze Zeit von denen beschossen. Und jetzt habe ich gerade so eine Granate ins Gesicht bekommen, die ich ganz schlecht sehe. Rakete im Anflug. Verpiss dich. Er ist tot. Geh down. Noch einer, ey. Verpiss dich. Okay. Jetzt geht's ab. Bam bam. Boah. Die sind down. Angriff. Man kann die Tarnung aber selbst ausschalten, wenn man nochmal drückt. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Gut, ich gebe Deckung. Durch diese Ruinen. Holy shit. Und unsere nächsten Gegner sind wieder angekommen. Holy shit. Da frisst Bomben. In your face. Gerade der Assassine muss alle aufhalten. Fabi hockt da oben und Schild und ich muss sie alle abschießen. Ja, da oben sind welche, die müssen wir ausschalten. Weil die killen Bumblebee, weil wenn Bumblebee tot ist, dann haben wir auch verkackt. Da oben steht auch noch einer. Au, mich hat irgendeiner geschlagen. Oh nein, so ein Viech ist das. So, diesmal habe ich aber meine Gewehre wieder. Oh, Bumblebee hat sich schon gekillt. Rakete im Anflug? Also von da hinten. Friss, friss, friss. Von was kriege ich denn hier die ganze Zeit Schaden? Ah, der hier. Der schießt auch noch. Oh oh. Auto.
Wenn man im Automodus ist, ist man viel besser geschützt. Das musste jetzt sein, weil sonst wäre ich jetzt fast gestorben. Ich probiere mal meinen Automodus, weil hier bin ich vielleicht ein bisschen besser sicher. Es war schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. War schon wieder ein paar Monate her, dass ich das letzte Mal angeschmissen habe. What the fuck? Verpiss dich! Aber man sieht schon, das Spiel ist vielleicht ist 50 mal so schwer wie die Rache. Das erste war zu schwer, das hier ist genau richtig und das zweite war zu leicht. Was mir auch so nervt, dass das ständig immer wieder welche kommen. Die ganze Zeit. Irgendwo ist glaube noch einer. Da oben. Ich will so ein Raketenfuzzi. Ah, da ist noch einer. Der ist weg. So. Kann ich hier nicht rein? Wow! Dieses Vieh schon wieder, verpiss dich! Doch diesmal habe ich jetzt mein Maschinengewehr gehabt. War das Vieh natürlich am Arsch. Wow! Okay, Bumblebee hat dich schon abgefetzt. Ja, erstmal muss ich meine eigenen Probleme ausschalten hier. Der ist weg. Der ist weg. Da oben ist noch einer. Bam. Gut, das waren alle. Man merkt schon, überall sind Gegner, ey. Aber echt überall. Ach, da oben war ja auch noch einer, verdammter Mist. Was da für ein Durcheinander ist. Ich sehe nicht mal, wo die Gegner sind, ey. Ach du Scheiße. Also das ist echt auch meine Hassmission. Ich mag die wirklich nicht. Ständig werde ich hier gekillt. Das ist auch so ein Durcheinander in der Mission. Aua. Ach, da oben war dieser Vollidiot, der mich gekillt hat. Ich hab den nicht gesehen. Kann ich die alle ab? Jetzt reicht's. Da, fresst Raketen. In your face. Kriegen sie mal ihre eigenen Waffen zu schmecken. Wow, schon wieder so ein fetter Sack. Ja, erstmal kümmere ich mich um meine eigenen Probleme. Du bist tot, Mann. Du bist auch weg. Und du bist auch weg. Weiter geht's. Gut, du rückst vor. Ich gebe dir Deckung. So, jetzt müssten wir es ja eigentlich gleich geschafft haben. Nein, Vieh kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr. Jo, wir sind schon beim Bosskampf jetzt. Auf geht's. Und es ist Starscream. Immer muss ich alles selbst machen, wenn es ordentlich sein soll. Starscream, endlich sehen wir uns wieder. Jetzt geht's voll ab. Starscream, der ist ziemlich ein böser Boss. Auch die, ich finde, im Gegensatz zu Mario oder bei solchen Spielen, sind bei Transformers die Bosse nie wirklich einfach. Die haben meistens immer was Fieses drauf. Man sieht ja am Starscream, wie der abgeht mit seinem Gewehr. Und mit seinen Raketen, was der für Schaden macht. Jetzt haut er kurz ab und jetzt kommen seine Diener. Und die sollen uns ausschalten. Aber die werden uns nicht aufhalten, die Typen. Wobei die sehr nervig sind, die rollen sich nämlich immer weg. Bam. Fürs Erste sind wir jetzt allein beim Kampf. Später kommen dann noch Sideswipe und Bumblebee dazu. Aber erstmal müssen wir allein damit klarkommen. So, jetzt kommt Starscream wieder. Komm her, du Sack. Friss. Vorsicht, irgendwo verstecken, nicht damit, dass der mich abknallt.
Na, wir sind noch, der springt immer die ganze Zeit herum da, dieser alte Sack. Oh, oh, da kommen noch mehr Diener von dem. Aber jetzt kommt Sideswipe und Bumblebee auch noch dazu. Was ist das? Nimm das, Mann! Du alter Sack, Alter. Take this! Oh oh, jetzt geht er voll ab. Wow! Jetzt schießt er die ganze Zeit mit seinen scheiß Raketen herum. Die sich die ganze Zeit aufteilen wie ein Irrer. Wow! Nimm das! Wow! Alter, what the fuck? Alles explodiert hier, wie blöd. Geht down! Wir haben es gleich geschafft. Jetzt stirbt er endlich! Wo ist er denn jetzt? Ah, da hinten. Da, friss! Schieß ihn mit dem Scharfschützengewehr ab. Da, friss! Friss! Boah, Alter, diese Raketen! Da, friss! 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 Was der auch aushält, der Typ. Ist doch nicht der Endboss. Nimm das, Mann. Friss, Mann. Wow. Hätte ich den Schadensbonus, wäre das viel einfacher. Okay, er ist down. Oh mein Gott. Holy shit. Oh mein Gott, diese Rakete startet. Optimus, die Decepticons haben ein Schiff von dem Maya-Tempel gestartet. Wir haben Sichtkontakt. Verfolgung läuft. Holy shit. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Teil. Ciao.